Es ist so komisch, wie nackig ich mich ohne Schmuck und alles fühle. Hallo ihr Lieben, willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Du bist, was du siehst Video. Das letzte ist schon einige Zeit her, die mache ich nicht ganz so oft wie die Du bist, was du liest Videos, obwohl ich eindeutig mehr Sachen schaue. Da fällt mir auch gerade noch ein, eine Serie, die ich geschaut habe. Mal runterschreiben in mein schönes YouTube-Buch hier. So, wir haben es dann. Ich setze mich hier ganz gechillt hin und rede mit euch über ein paar Filme und eine Serie, die ich geschaut habe. Ich verlinke euch einfach mal das letzte unten in die Infobox und auch am Ende kommt da ja so ein Abspann. Klicken eigentlich manche von euch auf diesen Abspann oder ist der sinnlos? Ich finde es sehr cool, dass YouTube das macht und das YouTube sagt auch, dass man das machen sollte, aber ich frage mich halt echt, wie viele da auch darauf klicken. Das könnte ich bestimmt auch irgendwie anders rauskriegen. Aber naja, gut, der erste Film und der Film, den ich auch als letztes gesehen habe, sprich das Beste gleich mal zuerst, ist La La Land. Ich finde, es hat alle seine Preise so verdient. Allein die Schauspieler haben es einfach als Menschen auch verdient. Das war ein so, so toller Film und ich bin so emotional, wenn es um Filme und Bücher und alles sowas geht. Ich bin wirklich im Wasser gebaut und dann, wenn das auch noch so toll visualisiert ist. Und ich erkenne dann immer so viel von meinem eigenen Leben in diesen Filmen wieder. Und ja, ganz kurz zu La La Land. Es geht halt, mit Namen bin ich immer schlecht, lasst mich lügen, Sebastian, der will Jazz-Klavierspieler werden. Und Mia, die will Schauspielerin werden. Beide leben in Los Angeles. Und La La Land ist so ein bisschen wie ein Musical, aber nicht so in your face. Ja, sie singen immer mal, aber es passt gut rein. Und es ist unglaublich bunt, aber unglaublich schön und unglaublich romantisch. Und man fiebert halt so mit und es gibt positive Sachen und Rückschläge. Aber vor allen Dingen geht es eben auch um diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden. Und manchmal erfüllt man sich manche Träume und andere Träume müssen auf der Strecke bleiben. Aber das heißt nicht, dass man unglücklich ist deswegen. Aber trotzdem war es für mich irgendwie so, weiß ich nicht, manchmal will man ja einfach alles haben. Aber es gibt, man kann meistens einfach nicht alles haben. Man muss manchmal einfach Dinge oder Leute zurücklassen, um anderen Sachen nachzugehen. Da gibt es ja auch dieses Taylor Swift Zitat, "Back then I swear I was gonna marry him someday, but I realize some bigger dreams of mine" aus 15. Das finde ich auch immer so stark. Genau, aber dieser Film war unglaublich gewinnbringend für mich, weil ich denke, irgendwann so in 10 Jahren gucke ich vielleicht auch manche Sachen anders. Ich bin auch immer so ein nostalgischer Mensch. Und ich glaube, in 10 Jahren habe ich einiges erreicht. Ich glaube fest an mich, wirklich. Und ich würde mich freuen, wenn ich in 10 Jahren irgendwann glücklich zurückblicken könnte und mir sagen könnte, hier komme ich her, hier war ich mal und das war eine schöne Station in meinem Leben. Aber jetzt bin ich woanders und wo ich jetzt bin, da ist es auch schön. La La Land bekommt von mir 4,5 von 5 Sternen. Ja. Der nächste Film, den ich gesehen habe, war If I Stay. Ich habe das Buch gelesen schon vor einiger Zeit. Ich hatte mir das, glaube ich, von meiner Freundin Christiane ausgeliehen. Und fand das Buch auch schon ganz toll, habe auch bei dem Buch geheult. Bei If I Stay ging es um, ja, den Namen weiß ich wirklich nicht mehr. Hieß der Freund Noah? Keine Ahnung. Es ging jedenfalls um ein Mädchen, vielleicht hieß sie auch Mia. Mia? I don't know. Jedenfalls, sie und ihre Eltern kommen in einen Autounfall. Und sie liegt dann im Krankenhaus und im Koma. Und sie steht aber neben sich sozusagen. Sie ist noch da, sie sieht, was passiert, keiner sieht sie aber und sie bekommt so mit, wer sie besuchen kommt und so. Und sie hat immer, es gibt immer Flashbacks zu irgendwelchen früheren Momenten. Sie liebt es eben, ich glaube, sie ist wirklich Mia. Liegt da jetzt falsch? Keine Ahnung. Sie hat Cello gespielt und hat das unglaublich gut gekonnt. Und hatte sich auch an der Juilliard beworben in New York und sie wollte da unbedingt angenommen werden. Sie hatte einen Freund und dann gab es auch Stress mit dem und sie war aber eigentlich total glücklich und ja, es ist die ganze Zeit so ein Hin und Her, lasse ich mich jetzt gehen und sterbe oder kämpfe ich weiter. So, es liegt alles so in ihrer Hand, ob sie wirklich aufwachen will. Und diese ganzen Flashbacks einfach und so diese Gratwanderung zwischen Leben und Tod, das ist einfach so, das nimmt dich mit. Weil
man kann sich nicht vorstellen, selber einmal in so einer Situation zu sein oder seine Eltern in so einer Situation zu sehen oder irgendjemanden, der einem wichtig ist. Und allein das bringt mich schon zu Tränen, aber dann ja noch mit anzusehen, was alles daran hängt, welche Träume verloren gehen und welche Momente man hatte und dies alles nochmal Revue passieren lassen, so, das ist irgendwie traurig und es ist wieder sowas so im Leben, wir haben so viele Chancen und wir können so viel erreichen und es kann aber auch so schnell vorbei sein. Der Film bekommt von mir 4 von 5 Sternen oder Punkten. Nutzt das mehr, wenn ich Sterne oder Punkte sage? Punkte ist ein bisschen besser, oder? Der nächste Film ist mal ein bisschen was anderes und zwar Cinderella. Das ist ein Disney-Film, den habe ich zu Silvester geguckt mit Christiana und ich saß die ganze Zeit vor diesem Fernseher so. Dieser Film hat mich unglaublich glücklich gemacht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ah, diese Farbe Türkis. Ich hatte die ganze Zeit so ein türkises Kleid an. Also ich rede von dem Film mit echten Menschen. Es gibt ja sicher auch so eins mit Comicfiguren, aber ne, mit echten Menschen. Und dieses türkise Kleid war so schön und ich war die ganze Zeit einfach nur so, oh, ich will auch so ein Kleid. Und die Message dahinter, einfach immer ein guter und netter, hilfsbereiter Mensch zu sein, dass das eigentlich das höchste Gut ist, das fand ich so ansprechend. Das hat mich auch nochmal angespornt in meiner Vision und in meinem Sein, dass ich das wirklich sein möchte, dass ich daran arbeiten möchte, jeden Tag einfach ein guter, ja, lieber Mensch zu sein. Aber was auch wichtig zu begreifen ist, dass man sich nicht immer zurücknehmen sollte. Das hat nämlich, glaube ich, Cinderella ganz oft gemacht. Und das ist auch nicht gut. Aber das hat sie ja dann begriffen. Und Karma ist real. Wie ich so gerne sage, die gute Fee kam, hat sie verzaubert. Jeder kennt ja die Geschichte von Cinderella. Das ist halt jetzt kein Spoiler. Und dann hatte sie noch krasseres Tier. Also ich meine das. Und wie die getanzt haben. Und ich fand einfach alles nur so toll. Der Film hat mich irgendwie voll begeistert. Und es ist auch so ein Film, den kann ich wieder und wieder gucken und man sieht immer was Neues, weil so viele Details da auch drin waren. Wunderschöner Film. Ich habe noch nicht so viele Disney-Filme geguckt, da hätte ich gesagt, bald kommt ja Das Schöne und das Biest raus. Das will ich eigentlich auch noch gucken. Mit Emma Watson. Mal sehen. Cinderella bekommt für das, was es ist, 4,5 von 5 Punkten. So, ein letzter Film, über den ich mit euch sprechen möchte. Also ich habe mehr Filme als es geguckt, aber ich habe jetzt so die empfehlenswertesten rausgesucht, sage ich jetzt mal. Paula hieß der Film. Den habe ich mit meiner Mama und meiner Oma geguckt. Da ging es um eine Biografie von einer Malerin aus Worpswede. Ist bei Bremen irgendwo, aber die stammt aus Dresden und die wurde sogar im selben Krankenhaus geboren wie ich in Friedrichstadt. Wurst. Das war eine der ersten Frauen, die den Expressionismus in der Kunst verfolgt haben, sage ich jetzt mal. Also die Sachen nicht so gemalt hat, wie sie sind, sondern ja, Kartoffelgesichter gemalt hat und so weiter. Also sie hat, also wie kann man es erklären? Mit einfachen Worten. Sie hat nicht schön gemalt, haben sie immer zu ihr gesagt. Und sie hat auch, Rilke kam vor in diesem Film und ich so, was, Rilke? Und ich liebe Rilke. Und mir ist dann in diesem Film, ich war total emotionalisiert an diesem Abend, so ein Gedicht eingefallen, was ich mal rezitiert habe im Deutschunterricht. Von Rilke, das hieß Liebeslied und dann sind mir sofort die Tränen gekommen. Das war so ergreifend irgendwie. Das ging irgendwie so, wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht in deine rührt? Wie soll ich sie hinhalten, über dich, zu anderen Dingen? Ach, wie gern würde ich sie bei irgendwas verloren im Dunkeln unterbringen. An einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hat uns in der Hand? Oh, süßes Lied. Irgendwie so, vielleicht habe ich auch was ausgelassen. Aber ich fand das ein ganz, also das liegt mir natürlich sehr nahe, dieses Gedicht. Und das war auch total damals, als ich das im Deutschunterricht rezitiert habe, war das so, ich habe auch ganz leise geredet damals. Aber wow, das war krass. Und das war ein unglaublich schöner Film, wunderschön gemacht. Wunderschöne Orte. Sie ist dann nach Paris auch gegangen. Sie hat an sich gearbeitet. Sie war so eine unglaublich lustige auch. Sie war eine lebensfreudige Person.
Aber sie stand auch am Rand des Ruins und ihr Mann, der dann nicht mehr ihr Mann war, wollte unbedingt, also nein, sie wollte unbedingt ein Kind, aber er wollte es nicht, weil er Angst um sie hatte, dass sie stirbt. Das war schon ein krasser Film. Aber was mich am meisten berührt hat in der ganzen Sache, als der Film zu Ende ist, stand da Paula Mendelssohn Becker, war die erste, also hinterließ über 750 Werke und Skizzen, Zeichnungen, was auch nicht alles, und war die erste Frau, für die ein eigenes Museum, lasst mich lügen, ich glaube, es war ein eigenes Museum, errichtet wurde. Und das ist so, da schlägt mein Herz höher, so Frauenpower. Sowas finde ich ganz, ganz, ja, ergreifend. Und da habe ich dann nochmal geheult und da war der Film schon zu Ende. Ich habe diesen Tag sogar in einem Vlog und danach seht ihr mich einfach, wie ich fertig war. Manchmal hat man so einen Tag und der Film hat mir den Rest gegeben, weil der wirklich, weiß ich nicht, der hat mich irgendwie total angesprochen. So, go for your dreams. Und die wurde dann erst berühmt, als sie gestorben war. Und das finde ich auch immer so traurig. So, man weiß nicht, was man hat, bis es weg ist. Krasse Frau. Film kriegt 4 von 5 Punkten von mir. Und eine Serie, die ich geguckt habe, ist zwar schon ein paar Monate her, aber ich weiß nicht, ich habe sie, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich mache es nochmal, ist The Crown. Da geht es um das englische Königshaus und wie es dahinter den Kulissen zuging, als ja, Königin Elisabeth noch jung war, mit Prinz Philip und ihrer Schwester und allen drum und dran. Churchill, war es Churchill, der noch war? Ganz tolle Serie und ich liebe auch, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich liebe den Style und was die anhaben. Ich finde ja so, damals haben die sich alle so schick gemacht, die Frauen. Und heute laufen wir teilweise echt im Schlabberlook rum. Und damals sahen einfach alle noch viel besser aus. Ich habe jetzt auch mal wieder Wie ein einziger Tag geguckt. Und die ist auch so schick mit ihren Sommerkleidchen, dann mit ihren kleinen Kostümchen. Ich habe mir natürlich jetzt auch was bestellt. Mal sehen, wie es aussieht. Ja. Also die Mode finde ich auch ganz toll mit ihren Perlenketten und wie die aussah und wie die regiert hat und wie die ist. Und ja, man sieht einfach ganz oft und deutlich, dass diese Frau einfach für vieles nichts kann oder dass sie keine Wahl hat. Aber dass sie einfach teilweise handeln muss, wie sie handelt, weil sie eben die Königin ist und da auch andere Interessen von anderen Leuten, ja, übergehen muss, leider Gottes. Und sie tut mir alles leid, weil sie oft als Mensch dafür so angegriffen wird oder ja, aber sie kann eigentlich nichts dafür und das Ende der Staffel war irgendwie so traurig und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Staffel, aber da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen warten auf Netflix. Ich habe jetzt auch Netflix. Yippie. Netflix ist ganz toll. Was ich auch gerade immer mal gucke, ist Modern Family. Das ist eine lustige Serie und ich denke mir immer, wer denkt sich sowas aus? So, wie viel Humor kann bitte ein Mensch haben? Das ist ja krass. So, ich habe da total viel Respekt davor vor Leuten, die sich sowas ausdenken. So, meine Lieben, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz entspannt hier Sonntag auf der Couch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Beziehungsweise ist ja nächste Woche Freitag Livestream. Falls nichts dazwischen kommt. Ja, 20 Uhr auf meinem Kanal hier, da sehen wir uns. Und ansonsten, Sonntag kommt das nächste Video. Tschüss, bis dahin. Ich hab euch lieb und danke fürs Zusehen. Und falls ihr Filmempfehlungen habt, immer gern in die Kommentare schreiben. Tschüss.